So, Highlight, das erste Mal ich in Arbeitskleidung. Normalerweise schrauben wir ja nur in den saubersten Klamotten, aber das ist scheinbar Vorschrift hier. Nicht bei mir. Deswegen kann losgehen hier. Sehr gut. Handschuhe? Marius kann sich schon gar nicht mehr konzentrieren. Ja, wir müssen halt darauf achten, dass die Haut nicht zu sehen ist. Meine schmutzigen Handschuhe gekostet haben. Ja, wir wollten jetzt ja eh nicht 10 Meter nachmachen, Leute. Ne? Das Wichtigste ist, du brauchst natürlich auch einen Schutzhelm. Mhm. Aber du bekommst nicht meinen. Ich habe einen, beziehungsweise der liebe Christopher hat einen vorbereitet. Christopher, würdest du bitte unser, beziehungsweise dein Schätzchen, was du gemacht hast, dem Philipp zeigen? Ja, damit Rookie dazu? Wenn ich den jetzt auch umhängen mache, dann ist es Feierabend. Hast du wieder eine Simulationsstufe gemacht? Also da hat der Christopher sich richtig Mühe gegeben. Also das ist schon eine der schönsten. Ui. Ja, die Farbkombination kommt uns bekannt vor, aber das ist natürlich ein Brett. Ich hoffe, der bleibt möglichst lange so schön glänzend, ne? Beim Wigschweißen definitiv. Ja. Beim Wigschweißen definitiv. Geil. Nee, aber das ist natürlich, Alter, den kannst du ja fast hier, den muss ich ja fast zum Motorrad fahren auf diese. X-Bow. Ja, wird wahrscheinlich nicht so schützen, aber ist schon. Ist X-Bow, genau. Alter, X-Bow mit Schweißhelm jetzt. Ab 200. Wie viele Stunden hast du da dran gesessen? Also grob sind da gut 8-9 Stunden reingegangen. Ja, dann kannst du mal sehen. Du bist selber Lackierer? Ja. Perfekt. Ganz wichtig. Nee, vielen Dank. Mega. Danke. Gerne. Ganz wichtig bei dem Helm ist der Bereich. Wir müssen ja die Stufe einstellen. Das heißt. Du arbeitest jetzt, sagen wir mal, hier im Bereich 80 bis 100 Ampere, da würde ich hier Stufe 10 wählen, vielleicht sogar ein bisschen runtergehen, mhm. Ja, dass du das Schweißband siehst. Wenn du die Stufe zu hell stellst, da verblendest du dir die Augen irgendwo, mhm. Aber der blendet automatisch ab. Du musst dir keine Gedanken machen. Aufsetzen, der geht selber an und blendet selber ab. Können wir bald so eine Show- und Scheinwerkstatt. Ja, brauchen wir mal ungefähr. Genau. Arbeitskleidung. Ja, hast du normalerweise eine Brille? Wie? Nee, keine Brille. Die Brille? Nee, sehr gut. Ich dachte gerade, meinst du normale Schutzbrille? Ich wusste schon nicht, was ich antworten soll. Gelegentlich. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir beginnen. Pass mal auf. Du musst hier drücken. Und dann das weiß ich. Die beiden habe ich gerade schon eingestellt. Ich wollte nur gerade gucken, der hat keine Funktion. Ne? Der hat eine Funktion, wie weit der vor die Nase knallt. Ja, das heißt, du kannst das so machen. Genau. Dann wird das Ganze ein bisschen fester. Das ist ganz cool. Ja, ganz cool, genau. Wenn ich jetzt mal schweißen könnte, ne? Ja, das kannst du. Du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen probiert. Ja, probiert trifft es ganz gut. Ne? Wie schätzt du deine Fähigkeiten ein? Wie schätzt du deine Fähigkeiten? Das kommt auf meine Lust drauf an. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich... Also, falsch. Ich glaube, wenn wir bis morgen früh diesen Tank geschweißt bräuchten, weil morgen irgendwas ganz Besonderes ist, dann glaube ich, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen würden. Respekt. Jahre habe ich dafür gebraucht. Wie es dann aussieht, ist eine andere Sache. Ja. Wie es aussieht, ist eine andere Sache. Es muss halt dicht sein. Dicht wär's. Und ob es dicht ist, ist auch noch eine andere Sache. Das kommt auch dazu. Aber man würde sich da schon reinfuchsen. Das ist ja meistens immer so, wo ein Wille da einen Weg. Ne? Ja, genau. So. Also man der Erste würde Müll landen, dann baut Marius einen neuen. Genau. Also ich würde jetzt mich nicht so darauf fokussieren, wie die Schweißnaht aussieht, sondern wirklich darauf achten, dass das wirklich fest ist. Ne? Also siehst du hier schon mal so ein Thema. Ne? Guck mal, wie schmutzig die sind. Mhm. Das ist auch nicht so toll. Mhm. Aber das ist okay. Ich habe letztens übrigens... Weil du die ganze Zeit da mit dem Tank anfäst, die ganze Zeit und dann direkt da reinreibst. Ja, genau. René hat den Schutzbart schon an. Sein heißes Geschütz. Genau. Das hatten wir ja gesagt, haben wir. Ich würde hier vielleicht Gibt es... Ihr seid ja eigentlich einen... Ich nenne es jetzt mal einen Fachzubehör fürs Schweißen. Ja. Gibt es eine nützliche Sache, die du jedem Schweißer empfehlen würdest, das muss man einfach haben, weil man sich das Leben damit so leicht macht. Schweißgerät. Ja, ich sag mal so. Ja, vielleicht irgendwas so, wo du sagst, das ist geil. Also ich sehe zum Beispiel auf jeden Fall schon mal hier den Halter. Ja, den der Brenner. Hat schon sehr viele Düsen gerettet. Ja, du legst gerne mal so den Brenner hin und dann zack. Weg ist er, ne? Genau, hier kannst du ihn quasi so reinklemmen. Und dann bleibt der Halter. Hm. Was ich halt sehr gut finde, sind gute Wertstiche. Ja, aber das ist die wird nicht jeder leider haben. So. Richtig. Alleine den Platz so. Richtig. Aber es gibt halt Möglichkeiten. Du kannst dir selber schnell mal eine Platte lasern, 16er Loch, zwingen, holst du die irgendwo, klemmst du rein und dann, das geht alles. Okay, ich sehe als erstes, du tauscht. Ja, ich möchte jetzt ungern hier die Düse einsetzen. Mhm. Ja, deswegen tun wir das einfach zur Seite. Ich nehme jetzt hier den Kopf, den ich vorbereitet habe. Und der ist auch leicht so gleich geköpft, ne? Im leichten Winkel. Ja, den kann ich knicken. Ah! Den habe ich. Es gibt noch unterschiedliche Köpfe. Aha. Es gibt noch lange Köpfe. Sehr witzig.
Das ist ja krass, das haben wir noch nie gesehen. Guck, sowas musst du uns auch erzählen hier, deswegen sind wir genau hier. Ja, ich... Das sind doch die Kleinheiten hier. Ja, wobei, guck mal, es gibt solche Sachen. Krasses Teil, Alter. Ja, 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 das ist klar, ja. Aber das ist dann eher auch so Edelstahl. Das ist nicht aufgehört. Aber das ist ja witzig. Das kannst du schon mal gebrauchen, ne? In bestimmten Situationen. Wobei, ich bin natürlich der Fan, wenn ich wegschweiße, versuche ich schon relativ nah zu sein. Mhm. Ja? Aber irgendwann wird es so heiß, dann kannst du das nicht. So, jetzt das Thema, die Waffe wird produziert spitz. Ne? Ich nehme dafür ein anderes Blech. Muss aber theoretisch nicht spitz sein. Das heißt, wenn ihr gleich einmal geschweißt hat, diese Runde ist auch okay. Genau, genau. Hier gibt es auch so eine Bowling-Funktion, die nutze ich auch gerne mal, weil die macht mir die Kalotte genau punktgenau so, wie ich das brauche. Ne? Das heißt? Ja, das ist extra so ein Job, der eigentlich nicht schweißt, der nur im AC-Modus arbeitet und der bildet mir hier so eine perfekte Kugel, die ich brauche. Wenn du so eine jungfräuliche Wolfram-Elektrode hast, um die einmal... Genau, weil wenn ich jetzt auf meinem Tank, auf eurem Tank zünde, wird die Spitze sich auflösen und die fliegt aufs Blech und bleibt dann da. Ne? Siehst du, also hat doch noch ein paar Funktionen mehr, das Ding hier. Die müssen wir nach und nach aus hier rauskitzeln und gucken, was da noch so... Braucht man jetzt nicht unbedingt, um zu schweißen, das passiert sowieso, aber die sind halt, deswegen gibt es halt solche Maschinen, die das dann halt liefern. Ne? Quasi Launch-Control. Ja, so Launch-Control, genau. Wir gucken mal, das alles, bitte Achtung, Vorsicht. Und so länger ich drauf bleibe, du siehst, wie sich die Kugel einfach bildet. Ne? Mhm. Guck mal, eine schöne, runde Kalotte und die brauche ich gleich auch. Mhm. So. Okay. Das war Step Nummer 1. Genau. Wollen wir direkt hier so eine Außenecke machen? Ja, du kannst machen, was du willst. Alles klar. Bist du gar nicht. Ich guck nur zu. Ich habe schon so viel gelernt heute, ich bin schon gut schlussglücklich. Vielleicht lerne ich heute auch was dazu. Vor allem, weißt du, wie ich nach Hause fahre? Komm. Das ist aber, wenn du dann gegen eine Wand fährst. Aber es wäre mal ein Blitzerfoto. Kannst du ja durchgucken. Nur in dem Moment, wo es geblitzt wird, dann siehst du nicht. Doch, du siehst schon ein bisschen was. So, das machen wir kurz. Ja, das war jetzt gerade der Test, ob er es auch wirklich macht, ne? Ja, wir wollen ja ein bisschen zeigen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier so ein Probestück machen und die Bleche sehen so sauber aus, ja, dann tut das jetzt nicht Not. Aber wir wollen es ja richtig machen. Mhm. Wichtig ist auf jeden Fall, du musst uns gleich, fang mal bitte jetzt gleich beim Schweißen an, nicht mit der schönsten, tollsten Naht, sondern bau mal bitte mit Absicht ein paar Fehler ein. So wie ich sonst schweiße. Ja, und dann gebe ich mir Mühe. So ein, zwei Fehler, dass du ganz genau zeigen kannst, ah, das war jetzt zu wenig Strom, das war zu viel Strom, das war zu viel Gas. Genau, viel Gas. Können wir machen. Wir können auch so solche Sachen machen wie... Da habe ich wieder eine Frage. Ja, Frage. Wie definierst du denn, wie weit die Elektrode rausguckt? Immer doppelt... vom Durchmesser der Wolfram-Elektrode. Das heißt, ich habe eine Wolfram-Elektrode 2,4 mm mal 2 sind ca. 5 mm. Wobei, wenn ich jetzt eine Kehlnaht habe, kann ich schon ein bisschen mehr raus. Ja? Aber das ist so die Grundregel. Okay, doppelt so viel. Genau, doppelt so viel. Ich würde die ganze Regel merken. Das ist ja eher ein Zentimeter. Das ist schon ein bisschen, ja. Es ist schon, aber das ist auch in Ordnung. Das wird auch wunderbar funktionieren. Ja. Also wenn ich jetzt in die Kehle irgendwo rein muss und sowieso keine andere Möglichkeit habe, dann muss ich so weit raus. Ne? Aber ich mach's jetzt mal richtig. Ihr seid mir so... Wer war nur Interesse selber? Doch. Hier, Marius. Das Problem ist, wenn wir zu Hause sind, haben wir die Hälfte vergessen, müssen wir das Video erstmal selber machen. Ja. Weißt du, warum ich das nicht... René uns dann, was war. Ich mach die mal wieder ein bisschen länger, weil du musst ja neutral halten, dann kann ich das besser, kannst du besser sehen. Gucken, ne? Ja. Ich schwitze so. Ihr macht mich nervös. Das ist die Jacke. Ja? Die ist atmungsaktiv. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal eine Stoßnaht. Wir machen jetzt mal keinen Luftspalt, gar nichts und gucken, was passiert mit zu wenig Leistung. So, jetzt habe ich hier, was würdest du sagen, 2 oder 3 mm? Würdest du denn tendenziell, das ist 2,5 oder 3, ne? 3, okay. Würdest du denn dem, ich sag jetzt mal, nicht ganz so erfahrenen Schweißer immer anfangen, eher empfehlen, mit weniger oder mit viel Strom direkt anfangen? Also ich habe halt am Anfang, da ich so viel Schiss davor hatte, immer mit weniger angefangen. Das Problem ist, das wird nicht so schön. Du musst dich schon rantrauen, ein bisschen mehr Bums. Natürlich nicht zu viel, ja. Also wenn ich jetzt hier eine Regel habe, 1 mm, 40 mm, dann würde ich mich schon dran halten. Nur die Anfänge sind halt immer sehr langsam am Anfang. Mhm. Die haben auch ein bisschen Schiss und sind langsam. Dann eher ein bisschen runter, nach Gefühl gehen. Ja? Einfach mal ein paar Probebleche nehmen und darauf mal starten. Fertig, ja. Also wir können hier sehr vieles falsch machen, ne? Sehr vieles. Ich kann Folgendes machen.
wenn ich zum Beispiel, ich starte jetzt und fange an direkt zu ziehen, ja, gehe sofort vorwärts und das Schmelzbad ist noch gar nicht da, weil die Oxidschicht noch gar nicht aufgerissen ist. Man schweißt aber immer in die Richtung doch. Es ist beim Wickschweißen egal, weil du neutral bist. So. Beim Max-Schweißen gibt es da schon ein bisschen. Nee, aber ich meine schon immer vor der Düse hinweg, logischerweise. Also ich, damit ich das sehen kann, bin ich jetzt Linkshänder, wäre das vielleicht anders. Dann andersrum. Aber ich schweiße so, dass ich hier halt quasi jetzt sehen kann. Ne? Ich bilde mein Schmelzbad und dann Zusatz rein. Ja. Das ist auch so ein Thema. Aluminium ohne Zusatz, es gibt dann halt ein paar Spezialisten, Aluminium ohne Zusatzschweißen ist auch schlecht. Wird dann zu heiß an der Stelle, du hast keine frische neue Legierung drin, entstehen Hitzerisse, das heißt, du musst schon geübt sein, Zusatz dazugeben. Ja, du musst jetzt auch keine Sorgen machen, den jetzt punktuell dazugeben, sondern du kannst ihn von mir aus auch so halten und einfach Hauptsache, dass du den da reinguckst. Ne? Ich habe es bis heute immer noch nicht so drauf. Es gibt halt Schweißer, ja, die können das Punkt, ey, die sind so, ich sehe da gerne zu, aber ich bin so ein Typ, wenn ich das wirklich richtig gut haben will, ich konzentriere mich so sehr, dass ich den nehme und bewege hier vorne nichts und gucke, dass ich... Ja gut, irgendwann ist halt Schluss. Ne? Ja, muss einmal absetzen. Soll ich jetzt einmal zünden? Oder? Ja. Ja. Es gibt da so ein Stift für, ne? Mit so einer Rolle oben drauf. Ne? Ja, das ist aber... war damals auch eine Idee, habe selber für mich sowas gesucht. Würde ich jetzt aber für die Anfänger nicht empfehlen, weil dann werden sie das nie machen. Ne? Und das brauchst du. Würden Sie mir bitte einmal 40 Ampere einstellen im AC-Modus, lieber Herr Kees? AC haben wir. Muss immer Kess sagen. Kess! Oh! Niemals Kees sagen. Macht nichts. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Gewisch von hinten, aber es ist nichts passiert. Das heißt, den Fehler hast du mal gemacht, oder? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich Kess. Weiß das genug andere. Deswegen hat er so weggeguckt. Oh, verdammt. Nee, ja. Ich bin ja schon. Er ist schon gewohnt. Resistent gegen. Achtung. Gut, was ist jetzt hier passiert? Man sieht, ich habe schon die Ecken aufgeschmolzen mit 40 Ampere, aber es war zu wenig Power. Ich habe sie nicht zusammenbringen können, weil ich auch keinen Zusatz dazu gegeben habe, erstens. Der war eh viel zu fett, der hätte den nicht aufschmelzen können. Und dann ist sogar so ein bisschen schwarz geworden, weil ich zum Schluss sogar ganz leicht das Schweißbad berührt habe. Dann passiert so eine Explosion und dann... Gibt es einen Anhaltswert oder so, wann du Schweißzusatz dazu gibst? Ja, wenn dieses flüssige Schmelzbad da ist. Okay, das heißt, flüssig erkennst du ja in dem Moment eigentlich nur daran, dass es so ein bisschen glänzender wird. Genau, es wird einfach flüssig, glänzend. Ja. Das ist so eine kleine Suppe entsteht dann. Mhm. Und die entsteht vorher nicht, wenn du die Oxidschicht nicht aufgebrochen hast. Mhm. Und deswegen, wenn du jetzt versuchst, wenn du dieses Schmelzbad nicht hast und du versuchst, den Zusatz da reinzusetzen, dann wird der Zusatz abschmelzen, da bildet sich so ein Ei und das legst du einfach oben drauf und dann hast du überhaupt keine Verbindung. Ne? Okay, aber das heißt, du drückst dann in dem Moment nicht den Zusatz da so richtig rein, sondern lässt den auch in der Flamme schmelzen? Ja, dass der das so genau so da rein tropft. Das kannst du sehr gut, ja. Also du kann es sein, dass du mehr Ahnung hast, als du hier vorgehst? Das täuscht. Aber, ja, ich genau. Ich versuche nur, das so rüberzubringen, dass... Weil ich tippe einfach, dass 95% der Leute definitiv noch nicht weggeschweißt haben. So, ja. Aber es sich vielleicht selber gar nicht zutrauen. Ja, ja. So, dass die da auch irgendwie mal anfangen. Ne? Nee, ich finde das auch jetzt sehr gut mit dir, weil du bringst mich jetzt wiederum auf völlig neue Ideen, die ich jetzt für mich verwenden kann. Das ist also sehr gut. Also genau, du kannst nämlich Folgendes machen. Wenn das Schmelzbad zu heiß ist, dann versuche ich schon mit dem Zusatz etwas wegzubleiben, weil wenn ich dann quasi ihn versuche reinzusetzen, kann es sein, dass er hier vorne, wenn er zu dünn ist, einfach wegschmelzt. Ja? Das heißt, du entwickelst so ein Gefühl, eigentlich legst du den einfach an die Kante vom Schmelzbad und du siehst, wie er von alleine so da reinfließt. So, das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den nächsten Schritt. Wir haben ja 3 mm Bleche, gib mir mal 80, bitte. Dankeschön. Genau, und noch ein wichtiger Tipp. Bevor ich dich hier verletze, ich klicke den ab, weil ne, ich fuchtelst immer gerne und dann geht das ratzfatz. So, genau. Da gibt es 2 Thesen zu. Ja. Mir hat schon einer erzählt, er macht das genau deswegen. Ja. Und einer hat mir aber schon erzählt, dass er merkt, wann der Anschlag da ist, wann die zu Ende ist beim Schieben. Und das Beste ist, wenn es mal runtergefallen ist, kriegst du es auch besser gehoben. Ja, ist wirklich so. Manchmal hängst du da mit deinen dicken Handschuhen und versuchst so einen 1 mm Draht hochzuheben. Kannst vergessen, ne? Ja. Okay, jetzt machen wir eine Seite, helfen wir richtig. Ich versuche es zumindest. Kann ich überhaupt schweißen?
man schon gesehen beim Schweißen, das habt ihr wahrscheinlich in der. Hier habe ich schon gesehen, dass dass der Lichtbogen leicht, also dass außen die Atmosphäre so leicht grünlich wird. Ich finde das so cool, ich wollte weiter weggucken. The Stick. Kennst du The Stick? Ja, dann müsste ich aber komplett weiß sein. Ja. Komplett orange. Brauchen wir einen neuen Namen für. Und ich habe die jetzt nicht mit Aceton gereinigt und du hast schon gesehen, so kleine, leichte, schwarze Punkte oben drauf. Das ist halt nicht schön, ne? Das muss klar sein. So, jetzt haben wir die Seite gepunktet. Wir machen jetzt extra dieses Blech so fertig. Normal hätte ich hier einen leichten Luftspalt gelassen, wenn ich komplett mit der Durchwurzel... Wobei das jetzt nach unserer Faustformel theoretisch noch zu wenig Strom mehr wäre. Ja, aber ich bin ja außen. Okay, das heißt, wenn du jetzt in der Mitte würdest du dann hochgehen. Wenn ich jetzt ein bisschen flotter und in einer vernünftigen Geschwindigkeit das durchziehen will, dann würde ich jetzt schon hochgehen. Du schweißt das jetzt 2 oder 4 Takt? Ich schweiße das 2 Takt. Ich bleibe mit dem Finger drauf. Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet das 2- und 4-Takt jetzt beim Schweißen an sich? Können wir hier Takt einstellen, waren wir vorhin kurz einmal drauf eingegangen. Genau. 2 Takt ist, du bist mit dem Finger, du drückst, der Lichtbogen startet und der Lichtbogen bleibt so lange du mit dem Finger drauf bleibst. So du wie man typisch vom Max-Schweißen kennt. Genau. Du lässt los und dann hört er auch auf. Mhm. So. Beim 4-Takt ist es so, du tippst, er zündet, du lässt los, schweißt. Und wenn du aufhören willst, musst du nochmal tippen. Mhm. Das ist der 4-Takt. Mhm. Und dann hat man noch 2 verschiedene Stufen noch da drin. Und dann hat man noch den Zweitstrom, Absenkstrom. Da kannst du natürlich, es gibt noch Brenner, die haben hier sehr viel Funktion, die haben ein Display. Da kannst du auch noch von hier aus alles einstellen. Okay, wir machen jetzt die andere Seite. Wie wird lieber geschweißt? 2 oder 4 Takt? Also ich habe die älteren erfahrenen Schweißer schweißen alle 4 Takt. Ich bin irgendwie so 2 Takt gewohnt, keine Ahnung. Das ist jeder Wigschweißer entwickelt seine eigene Technik. Mhm. Und manchmal siehst du einen anderen Wigschweißer und denkst, ey, was macht der da? Aber es ist seine Technik, es ist seine Art und er kommt damit klar. Ne? Jeder hat eine eigene Technik. So, das heißt, wir machen jetzt die andere Seite. Jetzt eigentlich müsste ich das hier alles ausschleifen, ja? Aber da wir faul sind, machen wir das. Wir sind faul. Genau. Hier hat sich alleine... Bevor ich den Zusatz überhaupt dazugegeben habe, haben sich die 2 Kanten schon verbunden, weil ich mit genug Leistung reingegangen bin. Mhm. So, aber 80 Ampere ist hier für immer noch zu wenig. Wir schweißen jetzt mal mit 80 und erhöhen und gucken, was passiert. Ja? Okay. Da sieht man jetzt ja richtig, du machst das ja richtig so, den Zusatz legst du ja mehr oder weniger ordinat und schiebst dann mit dem Brenner ihn flüssig. Ja, es gibt auch wiederum hier andere Techniken. Es gibt welche, die ziehen einfach durch und tun mit der Hand jedes Mal so reinschieben. Dann gibt es welche, die gehen Step by Step, zack, nächster Schritt, Zusatz an die Kante und dann fließt er automatisch rein und geben halt nochmal ein bisschen hinterher. Kommt drauf an, wie hoch du deinen Naht aufbaut haben willst und so weiter und so fort. Ein geübter, ich sag jetzt mal Max-Schweißer. Ja. Was würdest du sagen, wie viel Meter, Zentimeter, Stunden braucht er so, bis er wirklich so weit ist vom Schweißen her, dass er so einen Tank bauen kann? Es kommt drauf an. Bestes Beispiel ist der Christopher. Ja, der Christopher hat sich das innerhalb von ein paar Monaten hast du es dir beigebracht und der schweißt jetzt besser als ich. Der kann ja auch lackieren. Der kann auch lackieren, der kann alles. Im Vergleich zu ihm kann ich nichts. Ja, und da bin ich einfach baff, ja, wie junge Leute sich das... Das Thema ist einfach... Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, jemand, der wirklich schon so ein bisschen schweißen kann, jetzt vielleicht nicht unbedingt Alu-Wick, ja, der wird da schon in wenigen Stunden hinbekommen. Also der Marius wird da schon hinbekommen. Du kannst da schon ruhig Druck aufbauen. Ja. Das macht er so auch. Ich merke das manchmal bei euch. Ne? So ein bisschen. Nein. Also, gut. Also was ich jetzt hier sehe, man sieht, es war unrein. Man sieht diese schwarzen Stellen, es war unrein. Unrein heißt, was meinst du, wo es herkommt? Diese schwarzen, da ist Dreck in der Oxidschicht. Ja, die saugt sich voll mit allen möglichen... Und das heißt, da hätten wir jetzt noch ein paar Mal rüberschleifen. Ja, wir hätten jetzt vielleicht die Bürste genommen und hätten das... Wir machen jetzt voll... Das können wir ja immer noch in der Mitte da machen. Gucken, genau, das machen wir jetzt auch. Genau. Und der wichtigste Punkt ist natürlich hier, null durch, gar nichts. Das heißt, okay, ich bin nur an der Oberfläche. Das ist wie draufgelegt, ne? Genau. Die Thematik ist jetzt, weil ich keinen Luftspalt habe und nicht angefasst habe, mal sehen, ob wir überhaupt gleich vernünftig durchkommen. Ja? So, das heißt, wir machen es jetzt ein bisschen besser. Wir machen jetzt Folgendes. Wir erhöhen jetzt mal auf 120. Und jetzt tun wir noch nicht mit der... Ja, wir erhöhen auf 120 und machen sauber. Das Problem ist halt dabei,
dass du die Oberfläche weiter anreißt und das ist dann nicht so schön. Mhm. Ja? Deswegen, wenn ich so einen Tank baue, versuche ich dann irgendwie abzukleben, versuche wirklich nur die Kanten aufzureißen, mhm. ja? Damit der Rest vom Tank so bleibt. Oder jemand müsste den nachher halt polieren. Ne? Wird eh gepulvert. Oder wird eh gepulvert. Wobei der Tank, den werden wir eher eloxieren irgendwie so. Ja, sehr gut. Ist dieses Glänzende auch die Oxidschicht, die wir jetzt gerade weg haben? Also da kommt langsam, also das Glänzende, das müsste schon Alu sein, ja? Mhm. So, okay. Da die Oxidschicht sich sauschnell wieder bildet, ja, die will ja Alu quasi schützen. Deswegen müssen wir uns auch beeilen. Quatschen, genau. Direkt wieder Gas hier. Achtung. Man sah auch, dass du viel, viel schneller... Genau. Man sieht jetzt hier den Anfang, da war immer noch Restschmutz. Mhm. Siehst du, der kommt sofort raus und rächt sich sofort. Aber es ist tatsächlich besser geworden, ne? Ja. Man sieht auch hier der letzte Punkt, der Endgrat ist mir eingefallen, den kannst du vermeiden, indem du einfach weiterziehst, ja? Und jetzt gucken wir mal da hin. Oder würde es dafür auch eine Einstellungsmöglichkeit ja, an Schweißgerät geben? Ja, natürlich. Das heißt, da könnten wir jetzt auch... Schön runterfahren. Aber das wird sich wahrscheinlich auch von Material zu Material wieder ändern, ne? Das wäre dann welcher Einstellungspunkt an dem Gerät? Das wäre jetzt der Punkt, die Absenkzeit. Aufpassen, Marius. Das ist der Downslope auf Englisch. Mhm. Und ich würde jetzt zum Beispiel hier sagen, pass mal auf, mach mal 2 Sekunden. Ja? Und der Endstrom 20% vom Hauptstrom. Das heißt, er hat 2 Sekunden Zeit. Wenn ich loslasse, dann fährt er nochmal 2 Sekunden runter auf die 20%. Woran hast du das jetzt gerade hier gesehen, dass du da jetzt gerade auf das Richtige gedrückt hast? Drück mal. So, jetzt bist du in deinem IED, in deinem Endkrater. Mhm. Ja, du musst dir so vorstellen, hier startest du, hier schweißt du, hier hörst du auf. Das ist die Schweißrampe. Ah, okay. Ja, das ist der Programmablauf. Ah. Siehst du, das müssen wir mal erklären. Ja. Aber ich merke, du stehst auf sowas. Nee, ich dachte, meine Leistungskurve. Nein, wir wollen ja was erklären hier. Und ich dachte schon die ganze Zeit so, was ist das so ungefähr? Ne? Aber jetzt macht es natürlich auch Sinn, warum jetzt wir auch ne, Ampere da immer einstellen und so weiter. Genau. Und jedes Mal natürlich, was leuchtet, kannst du feiern. Also, wir haben es jetzt eingestellt auf... 2 Sekunden. Was war vorher? Von Werk 1, 1 Sekunde. Okay, also ein bisschen länger. Ja. Du kannst zum Schluss auch einen leichten Kreis machen, um diesen... Das heißt, das ist jetzt die Stromstärke wird jetzt langsam abgebaut oder er schiebt länger Gas hinterher? Genau, Mann, du weißt ja doch alles. Das ist die Zeit, wo er den Strom runterfährt. Mhm. Und dann kommt der Part, beim Edelstahlschweiß zum Beispiel, interessant, Gas, Nachströmzeit. Die ist hier bei 8 Sekunden. Mhm. Beim Alu bräuchten wir das nicht. Wir könnten Gas sparen und auf 2 Sekunden einstellen. Mhm. Aber hier hast du deine 8 Sekunden, wo er schön nach Gas nachströmt. Okay. Ist aber auch wichtig, er schont dann die Wolfram-Elektrode. Ja, aber jetzt aber alle Punkte. Aber wenn er runterfährt, gibst du keinen Zusatz mehr dazu. Doch, du kannst auch ein bisschen nach Gefühl Zusatz dazugeben, aber ich versuche den dann halt auszulaufen. Ja? Einfach weitergehen, nicht stehen bleiben. Mhm. Weil da siehst du manchmal richtig schön gebaute Verrohrungen für Luftlader, Kühler und dann siehst du so eine Schweißnadel und zum Schluss so einen fetten Endkrater. Ne? Ja, aber hier, genau, man sieht schon, dass wir hier schon deutlich mehr durch sind. Ja. Ja? Am liebsten hätte ich gerne, dass sie sich noch ein bisschen rausdrückt. Also wir hätten hier noch ein bisschen mehr Dampf geben müssen. Mhm. Aber wir machen noch Fortschritte. Aber ich möchte jetzt Folgendes machen. Du schweißt jetzt. Und ich mach, und du wirst baff sein, wie geil das ist. Nee, das machen wir in Ruhe später. Glaub mir, das hast du in 5 Sekunden erledigt. Nee, wir wollen jetzt nicht das schöne Ergebnis hier schlecht machen. Das wird geil. Nee. Herr Kess, ich verspreche Ihnen, das wird gut. Nee, wir machen da jetzt fertig. Wir müssen noch was für weitere Videos machen. Ja, ist okay. Ich hätte jetzt gerne noch einmal das Beispiel mit viel zu viel Strom. Mit viel zu viel Strom, ja. Einmal nochmal mit viel zu viel Strom rüber, dass es am besten gleich direkt durchbrennt. Ich hätte gerne einmal 200. Wie viel kann das Gerät überhaupt? 230. 200, jetzt will das wissen ihr. Nicht, dass der Tisch gleich weg ist. Aber Aluminium mit Stahlverbund ist ja mal, wäre schon krass. Ja. Okay, man wird das gleich sehen, da können wir gleich direkt drüber sprechen. Ja. Vielleicht wird das auch, wenn ich jetzt schnell genug wäre, könnte ich das gehandelt bekommen. Mm-hmm. Aber ich mache es jetzt extra langsam. Wir wollen ja mit Absicht mal zeigen, was zu viel ist. So,
Das ist zu viel. Mhm. Ich hätte es ein bisschen auffangen können, indem ich richtig schön Fettzusatz reingeschoben hätte. Einen dickeren Zusatz ja. oder so. Ja. Und was passiert natürlich? Wärmeverzug dürfen wir nicht vergessen. Gleich, die ganze Platte ist krumm. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es ist durch bestimmt. Das ist hundertprozentig durch, ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf. Das war auf jeden Fall ein geiles 1x1 zum Schweißen, weil ich kann das Ding jetzt auf jeden Fall einstellen. Zur Not gucke ich mir sowieso noch ein paar Mal an. Ja, cool. Du sagtest ja, du willst den Tank in Ruhe schweißen. Ja. Wenn es gut werden soll, brauchen wir Ruhe. Du wirst mich jetzt ja nicht mehr los, weil es gibt ja noch diverse andere coole Materialien, die du mir auch noch alle zeigen musst. Ja. Da fällt mir noch so einiges ein. Danke für den Helm. Geil geworden, Christoph. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich nehme das Schweißgerät jetzt wieder mit, lasse den Tank hier ja. und dann testen wir es nicht ganz heimlich. Ohne Kamera. Danke. Angenehm. Danke. Damit, wenn wir dann das erste Mal schweißen, das geil wird. Alles klar.